Ja, hallo. Haben Sie 10 Minuten Zeit für eine Kanalfahrt auf dem Rhein-Herne-Kanal? Dann kommen Sie mit. Am Schloss Oberhausen geht's los. Die Schiffstour, Bötchenfahrt, na wie auch immer. Mit einem Zwischenstopp wurden die 12 Kilometer in etwa 1,25 Stunden bewältigt. Ebenso die Rücktour. Wir fahren zwischen den Schleusen Oberhausen-Lerich und Gelsenkirchen. Früher gab es auf dem Bereich 5 Schleusen, aber durch die Bergsenkung wurden 3 Schleusen überflüssig. Bergsenkung? Naja, für die Leute aus Nord- oder Süddeutschland, das Ruhrgebiet ist unterirdisch durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Und dadurch hat sich das ganze Gebiet etwas gesenkt. Eben die Bergsenkung. Auf den 12 Kilometern zwischen der Schleuse Lerich und Gelsenkirchen gibt es 3 Häfen. Den Freizeithafen Marina, den Hafen Bottrop und den Stadthafen Essen. Nach dem Zwischenstopp in der Marina geht es rückwärts wieder raus und am Aquapark vorbei. Wie viele Mal am Tag fahren Sie hin und her? Dreimal. Dreimal. 10 Uhr erste Mal ab Gelsenkirchen. Und dann zwischendrin haben wir eine halbe Stunde Pause in Gelsenkirchen auf der zweiten Runde. Aber 3 Runden. 10 Uhr erste Mal von Gelsenkirchen und 15.45 Uhr letzte Mal. Und dann 18.15 Uhr sind wir in Gelsenkirchen. Sind in Essen zu Hause oder hier irgendwo zu Hause? Ich bin in Duisburg zu Hause. Duisburger. Genau zu sagen in Homberg. Oh, ja. Aber es ist noch beinahe Duisburg, ne? Andere Rheinseite. Ja. Ein bisschen Geschichte gefällig? Ah, keine Angst. 2 Sätze. 1914 wurde der Kanal nach 8-jähriger Bauzeit fertiggestellt. Er geht, wie es der Name schon sagt, vom Rhein bis nach Herne. Na eben, der Rhein-Herne-Kanal. Auch der Rhein-Herne-Kanal ist nicht nur eine Wasserstraße. Er versorgt die Industrie und die Landwirtschaft mit Brauchwasser. Zwischen Herne und Ruhr gibt es so viel Natur, das glaubt kein Mensch in Bayern. Grüne Wälder und Seen, dort wo Schornsteine stehen und Bergmanns Leute feiern. Ja, so mancher, der sieht, ist auf Anhieb verliebt ins Kohlenpott-Revier. Was soll ich in der Welt, hab mir nirgend bestellt. Die Wege links und rechts vom Kanal sind wunderbar ausgebaut und werden auch von den Menschen rege genutzt. Zwischen Herne und Ruhr gibt es so viel Natur, das glaubt kein Mensch in Bayern. Grüne Wälder und Seen, dort wo Schornsteine stehen und Bergmanns Leute feiern. Ja, so mancher, der sieht,
Stadt ist auf Anhieb verliebt ins Kohlenpott-Revier. Was soll ich in der Welt, hab mir Birken bestellt und bleib für immer hier. Das Ziel dieser Bötchenfahrt ist die Zeche Nordstern. Wenn man sie aussteigt und die Zeche besichtigen will, kann man in einer Viertelstunde wieder zurückfahren. Grüne Wälder und See, dort wo Schornsteine stehen und Bergmanns Leute feiern. Ja, so mancher, der sieht, ist auf Anhieb verliebt ins Kohlenpott-Revier. Was soll ich in der Welt, hab mir Birken bestellt und bleib für immer hier. Was soll ich in der Welt, hab mir Birken bestellt. Nee, was die Leute so alles an die Wände schmieren. Hier wird Kohle ins Ruhrgebiet gebracht. Das schlägt hier, das Gefühl ist in uns allen, denn das Ruhrgebiet sind wir. Der Himmel über dem Ruhrgebiet ist blau. Egal was. Ja, hier, das Gefühl ist in uns allen, denn das Ruhrgebiet sind wir. Im Revier, wenn Musik erklingt. Der Gasometer Oberhausen ist wieder in Sicht. Lieber auf dem Gasometer im Sturm ist Brausen und alles, was du siehst, ist. Die Rehbergbrücke und das Schloss Oberhausen hat uns wieder.